So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und für alle, die sich wundern, wieso abends jetzt keine Ramses Kitchen Folgen kommen momentan. Ich habe momentan wieder beim NRR Battle zu tun mit den Bewertungen und dem ganzen Zeug. Deswegen habe ich die letzten Tage jetzt immer einen Livestream beim NRR Battle gemacht. Immer so 20 Uhr. Heute wird es, glaube ich, 18 Uhr bis 20 Uhr sein. Da muss ich dann Battles bewerten. Und weil ich ja tagsüber eine Pokémon-Folge mache und abends dann auch was zu tun habe, habe ich auf Ramses Kitchen erstmal verzichtet. Sonst sind da wieder drei Sachen auf einmal, obwohl ihr hier auf dem Kanal von dem Battle-Zeugs ja nichts mitbekommt. Wenn die Bewertungen alle durch sind, werde ich wieder gucken, dass ich also nachmittags eine Folge Pokémon mache und abends dann irgendwas anderes, eine Challenge oder Ramses Kitchen oder mal ein Filmreview. Wer da aufmerksam den Kanal verfolgt, dem wird das schon aufgefallen sein, dass da irgendwo immer ein System dahinter steckt. Jetzt sind wir aber gespannt. Wir wollen uns nämlich heute mal eine... Was ist das denn schon wieder? Jetzt ist meine Seite weg. Wir wollen heute... Ich gehe trotzdem einfach mal da drauf und guck, was das ist. Toll, verstehe ich nicht. Dreckiges Spiel. Hier sind wir aber in der Tierliste. Da macht man extra zwei Seiten auf, macht das Schloss dran, dass die auch ja nicht zugehen. Und dann sind die trotzdem wieder weg. Das klappt ja wieder wie am Schnürchen. Es nimmt aber noch auf, das ist schön. Wir wollen jetzt nämlich jetzt mal kurz schauen. Der Premier Cup ist nämlich neu in der Go Battle League. Die Go Battle League hat sich ja, glaube ich, jetzt irgendwie verschoben. Eigentlich sollte die zweite Season losgehen. Es gibt dann auch den Premier Cup mit besonderen Anforderungen. Das seht ihr nämlich hier. Superliga, Hyperliga, Meisterliga, Premier Cup. Wir haben überall schon ein Team erstellt. Und die Regeln vom Premier Cup werden sein, es gibt keine WP-Begrenzung wie in der Meisterliga. Aber legendäre Pokémon sind verboten und mysteriöse Pokémon sind verboten. So müsst ihr da wieder mit ganz anderen Teams kämpfen. Wir wollen jetzt mal hier reinschauen. Hier gibt es nämlich wieder die Tier 1 List. Hier ist also ein Togekiss auf Platz 1 zusammen mit Metagross, Dragoran, Knackrack und Relaxo. Ich möchte da jetzt noch ein paar Anpassungen vornehmen. Das Togekiss werde ich, glaube ich, so lassen. Hier steht ja bestes Moveset eigentlich Charm, Aeroass, Antique, Kraft. Ich habe meins aber mit Charm, Aeroass und Flammenwurf. Und wenn die meisten eh Metagross nehmen, finde ich, ist es ja eigentlich besser, Flammenwurf zu haben, weil das ja effektiv sein müsste gegen Stahl, als dass ich da Antikkraft reinballe. Außerdem will ich nicht schon wieder den Move wechseln, da ich ja trotzdem in der Meisterliga viel mache. Mal gucken, ob ich überhaupt den Premier Cup, also die Premier Liga, spiele, wie das vonstatten geht. Wir haben jetzt aber trotzdem das Togekiss am Start, gucken da nochmal drüber. Was ist denn? Warum ist das? Oh, jetzt startet die App wieder neu. Ich verstehe es nicht. Das hält ja doch immer auf, sinnlos. Wir gucken uns jetzt nochmal die Pokémon an, wie die aussehen. Heute startet auch der Kanto-Bonus, die Kanto-Woche ab 13 Uhr. Da werde ich dann auch unterwegs sein, werde wieder mit der Kamera die einzelnen Kapitel abfilmen, das alles machen. Da werden wir die Boni zeigen, alles richtig genial. Da freue ich mich schon besonders drauf, vor allem auch auf Pikachu mit Glurak-Mütze. Was eben ja auch shiny sein kann und sogar die Mütze dann shiny ist. Das ist also richtig genial. Wir gucken jetzt einfach mal kurz auf das Togekiss. Da haben wir hier oben eins erstellt, ein 100er. Ein 100er haben wir auch MMM genannt, weil wir das in der Meisterliga nutzen. Mit Charm, Aeroass und Flammenwurf. Das kann so bleiben, das ist auch gepusht bis zum Maximum. Metagross stand noch dabei in der Liste. Da habe ich hier auch eins komplett gepusht mit Patronenhieb und Sternenhieb. Da möchte ich jetzt aber noch eine zweite Ladeattacke dazugeben. Möchtest du Metagross eine neue Ladeattacke beibringen? Ja, machen wir mal kurz. Psychokinese wird da angeboten. Wir nehmen also ein paar Ladetm, machen mal Lichtkanone weg und versuchen Psychokinese noch reinzudrücken für den Premier Cup. So, Psychokinese 90 ist jetzt zweimal da. Das letzte war das Dragoran mit Feuerodem, Wutanfall und Hyperstrahl. Jetzt weiß ich nicht, warum Hyperstrahl. Das ist ja eine Attacke vom Typ Normal. Eigentlich ist Normal doch effektiv gegen nichts. Ist eigentlich unbrauchbar. Ich hätte gedacht, dass das mit Feuerodem, Wutanfall und Orkan vielleicht besser ist, weil Orkan noch reinknallt, aber sie haben das ja wirklich so aufgestellt. Feuerodem, Wutanfall, Hyperstrahl oder Feuerodem, Orkan, Draco, Meteor. Aber bis das mal zum Einsatz kommt und dann schwächt es auch noch euer Pokémon,
finde ich das eigentlich richtig komisch. Ich werde beim Dragoran einfach mal den Hyperstrahl hinzufügen, gucken, wie sich der macht, wie das passt. Geben also noch Dragoran ein. Drago. Dragon. Dragoran, hier ein 100er. Drachenrude, Wutanfall. Nehme auch hier neue Attacke dazu. Bonbons sind ja da, Staub ist da. Und Drachenklaue ist ja eigentlich auch gut, oder? Das setzt er auf jeden Fall schnell ein. Ich weiß nicht, wieso jetzt ausgerechnet. Ach, jetzt ist die Seite wieder weg. Ich verstehe es nicht. Wir machen aber auf jeden Fall mal Drachenrude weg und wollen Feuerotem haben. Feuerotem. Stahlflügel. Nee, brauchen wir nicht. Sofort. Feuerodem. Wutanfall. Wieso lasse ich es nicht mit zwei Drachen-Moves? Ich weiß nicht. Vor allem Wutanfall knallt rein, okay, aber Drachenklaue. Damit kann man noch Schilder rausloggen. Was soll ich zum Schilder rausloggen nehmen? Togekiss? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Ich probiere das mal aus mit Drachenklaue, ob das schnell auflädt, dass er dann die Schilde rauslocken kann. Und wenn das nichts ist, kann ich es ja immer noch wechseln auf Hyperstrahl. Denn wozu Hyperstrahl jetzt so gut sein soll, weiß ich gerade nicht. Erschließt sich mir gerade nicht. Hyperstrahl, meiner Meinung nach, eh schlecht, braucht man nicht, ist Quatsch. Die drei würde ich auf jeden Fall aber dann nehmen beim Premier Cup. Und jetzt kommen wir noch zu was ganz Besonderem, nämlich dem nächsten Feldforschungsdurchbruch im Mai und den nächsten Pokémon Go Rampenlichtstunden. Die letzten habe ich irgendwie alle verpasst. Ich glaube, nur in der Wohin genau Stunde habe ich gezockt und habe da einfach nur alle Pokémon verschickt für die doppelten Bonbons. Den Rest ging mir irgendwie immer durch die Lappen, immer am Dienstag. Ich vergesse das jedes Mal und Dienstag, normalerweise habe ich Dienstag 18 Uhr auch immer einen Termin gehabt, dass das immer genau da reingefallen ist. Das fällt jetzt weg. Aber wir gucken mal, was jetzt dabei ist. Update zur Team Go Rocket Spezialforschung. Nachdem Entei jetzt da war, haben die meisten ja damit gerechnet, dass das nächste Pokémon, was kommt, dann eben das Suicune ist. Suicune wird es jetzt wahrscheinlich erstmal nicht geben. Hier steht nämlich auch da, mit Team Go Rocket gab es in letzter Zeit wenig Ärger, deshalb kommt es auch nicht noch härter. Zwischen Mai und September gibt es daher keine neue Team Go Rocket Spezialforschung. Bis September. Die lassen uns jetzt ein halbes Jahr wirklich sitzen ohne das. Aber gut, ihr habt ja jetzt erstmal die anderen Spezialforschungen durch die ganzen Regionen einzeln weg durch. Dann ist noch Safari-Zone, im Sommer kommt noch Go-Fest weltweit hin und her. Also es wird sicherlich für genügend Abwechslung gesorgt. Vielleicht haben sie ganz andere Pläne. Es kommt dann ganz anders zurück und die Zwischenzeit wird extrem gefüllt. Wir sind also gespannt. Professor Wille und sein Team sind darüber sehr verwundert, suchen weiterhin nach nützlichen Hinweisen. Wir hoffen natürlich, dass Team Gorogge damit Geschichte ist. Aber wie wir diese Schurken kennen, wird das wohl kaum der Fall sein. Wir halten euch auf dem Laufenden, denn wir bezweifeln, dass sich Team Gorogge den ganzen Sommer lang so ruhig verhält. Also, es kann ja sein, dass die doch zwischendurch einfach mal zurückkommen. Dann gibt es den nächsten Feldforschungsdurchbruch. Momentan ist ja das Alola Kokowai im Feldforschungsdurchbruch, was auch shiny sein kann. Finde ich eigentlich unnötig, weil das gab es ja damals schon so oft wild zu fangen. Das müsste jeder eigentlich haben. Die Shiny-Rate war damals auch erhöht, meiner Meinung nach, beim Alola Kokowai. Dann ist das ein Pokémon, was ihr regelmäßig auch aus Raids bekommen könnt. Ihr konntet jetzt auch nebenbei Alola Kokowai raiden. Ihr konntet es aus einer normalen Feldforschung bekommen, aber ist gleichzeitig der Feldforschungsdurchbruch. Also das meiner Meinung nach richtig unnötig eigentlich. Also die, die ein Shiny bekommen haben, haben sich sicherlich gefreut, aber so nützlich war das jetzt nicht. Jetzt kommt Shinox. Und was will man davon halten? Shinox an sich cooles Pokémon. Kann man wenigstens auch entwickeln zweimal. Bei Alola Kokowai war das ja anders. Ihr könnt ein Shiny bekommen, wodurch ihr natürlich dann drei Shiny-Einträge bekommen würdet. Ist also irgendwo sinnvoller und ich finde, Shinox ist auch in dem Sinne seltener, weil ihr müsst ja entweder eins ausbrüten aus dem Zehnerei oder Einer-Raids machen. Aber wie viele Einer-Raids muss man bitte machen, bis man das entwickeln kann? Die meisten wollen ihre Pässe, ihren täglichen freien Pass ja bestimmt für Fünfer nehmen, um die Belohnungen da mitzunehmen, um die Sonderbonbons abzugreifen, um die EP mitzunehmen und nicht den ganzen Tag nur Einer-Raids machen. Gut, manche haben keine Möglichkeit, die müssen Einer-Raids machen, aber ich persönlich, ich habe glaube ich in meinem ganzen Leben bisher von Shinox nur ein oder zwei Raids gemacht, zur Einführung ein. Und habe sonst mit den kleinen Accounts Shinox geradet für die Shinies, aber bei dem großen hatte ich kein Interesse dran, meinen Pass dafür zu verschwenden.
für die Leute, die es noch nicht entwickelt haben oder die noch keinen Shiny haben, ist das vielleicht eine coole Sache, vielleicht nützlicher auch als Alola Kokobai. Kriegt ihr dann also aus dem Feldforschungsdurchbruch im Mai mit zusätzlichen Shinox Bonbons. Nimmt man also gerne mit. Schreibt ihr mal rein, findet ihr Shinox auch besser als Alola Kokobai oder findet ihr beides unnötig? Dann sind auch die kommenden Rampenlichtstunden bekannt. Am Dienstag, dem 5. Mai, gibt es Mushas. Sehr schönes Shiny auf jeden Fall. Ihr erhaltet doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Ist eine coole Sache. Sternenstaub immer sehr genial. Dann am Dienstag, 12. Mai, gibt es Sonnenkern. Leider richtig hässliches Pokémon. Beim Sonnenkern seht ihr schon keinen Unterschied. Und beim Sonnenflora sieht man mehr Unterschied, aber die beiden Pokémon gefallen mir zum Beispiel überhaupt nicht. Zusätzlich gibt es aber doppelte EP für das Fangen von Pokémon. Mein Favorit also bisher Mushas. Ihr wisst, Gen 1 sowieso mein Favorit. Mushas sieht einfach cool aus in dem Orange. Ausdauer sieht cool aus in diesem Blau, in diesem kräftigen Blau. Dann am Dienstag, 19. Mai, gibt es Fifien. Finde ich besser als Sonnenkern, aber trotzdem nicht so cool wie Mushas. Obwohl das natürlich dann der goldene Hund ist. Und es gibt doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon. Da ihr ja an dem Tag womöglich so gut wie nur Fifien fangt, könnt ihr also danach 2 Millionen Fifien entwickeln. Für den Rest bringt das eigentlich nicht so viel. Also ich finde am besten immer noch bisher den doppelten Sternstaubbonus und Mushas immer noch mein Favorit. Und am Dienstag, dem 26. Mai, gibt es dann Bronzel. Und das finde ich wiederum heftig. Bronzel eigentlich ein richtig seltenes Pokémon, wenn man es mit den drei anderen vergleicht. Und ein richtig cooles Pokémon. Und das Shiny in diesem Grün sieht auch richtig genial aus. Ich habe meinen Bronzong-Shiny noch nicht entwickelt. Könnte ich aber machen. Bin mal gespannt, ob es da noch Shinies gibt. Auf Bronzel freue ich mich auch am meisten. Mushas finde ich am coolsten. Aber Bronzel meiner Meinung nach am seltensten und am wertvollsten in der Rampenlichtstunde. Es gibt dann wieder doppelt so viele Bonbons für das Verschicken. Das wäre dann wieder was für ein ISBO. Ich habe ja schon alles verschickt. Das heißt, diesmal brauche ich nichts verschicken und könnte mich wirklich auf Bronzel konzentrieren. Bronzel also die seltenste und spektakulärste Spotlight-Stunde, meiner Meinung nach. Aber Mushas für mich am coolsten, auch mit dem Bonus in Verbindung. Schreibt ihr mal rein, welche Stunde ihr am besten findet, was euer Favorit ist, Mushas, Sonnenkern, Fifien oder Bronzel. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Heute kleine Infofolge, weil ich nicht weiß, wie lange ich nachher brauche für die Spezialforschung. Und kann das dann in Ruhe machen, kann mal gucken, vielleicht, selbst wenn ich drei Kapitel mache, dass ich dann schon drei Folgen vorproduziere, das dann immer jeden Tag hochlade. Ich mache meistens immer Kapitel für Kapitel. Ich kümmere mich also dann ab 13 Uhr um die Spezialforschung, da auch viel Glück natürlich euch. Schreibt euren Favorit aber rein für die Spotlight-Stunde jeden Dienstag 18 bis 19 Uhr. Schreibt mal eure Meinung rein zum Feldforschungsdurchbruch. Shiny Shinox besser als Shiny Alola Kokobai. Die Meinungen sind verschieden, ich weiß, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin total fertig und schwitz und bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.